Servus Leute, leider habe ich hier einen fucking Wasserschaden bekommen, weil ein blöder Stopfen undicht war. Jetzt habe ich den ganzen Boden hier weggemacht, Bautrockner läuft, hier sind überall an den Wänden so Abdrücke vom Wasser. Jetzt habe ich hier, statt zum Trockner den Behälter ständig zu leeren. Wenn ich nicht zu Hause bin, dann ist das Gerät aus, weil er nicht beleert wird oder geleert wird. Deswegen habe ich jetzt den Wasserschlauch hier angeschlossen. Der geht dann hier runter zum Abwasser. Und damit kann das Ding permanent laufen. Ja, überall war es nass. Hier ist jetzt meine Waschküche. Keller. Zweiter Keller. So, alles voll mit Wasser einfach. Von der Luft her ist es schon gut getrocknet. Ich habe davor mit einem Kärcher Nassreiniger, mit dem hier, habe ich alles erstmal abgesaugt. Teilweise auch mit meinem Putzi, aber schon zu schade mit dem Putzi das zu machen. Genau, und jetzt müssen halt die Wände trocknen. Der Boden, der Estrich. Nächste Woche kommt eine Firma, die trocknen das dann auch professionell und messen das dann, die restliche Feuchtigkeit. Und dann hoffe ich, dass erledigt ist und dann kommt hier ein neuer Boden rein. Wahrscheinlich so ein grauer Vinylboden am besten. Und hier kommt ein neues Badezimmer rein. So eine begehbare Dusche am besten mache ich hier neu. Und dann kommt hier eine Abtrennung. Und hier links davon kommt eine kleine Küchenzeile. Dann ist es eine schöne Einzimmerwohnung. Eine Sprechanlage habe ich schon hier verbaut. Deswegen bietet es sich super an. Hier sind überall Heizkörper, die Fenster, die kann ich auch noch tauschen. Ja. So viel zu meinem Live, damit ihr ein bisschen Einblick habt, was ich so treibe und wieso ich keine YouTube-Videos andauernd machen kann. Zum Trotec TTK 170 Echo kann ich sagen, der kostet um die 450 Euro. Bei Trotec direkt selber könnt ihr ihn bestellen, bei Amazon gibt es ihn auch. Der Bautrockner ist echt super. Anfangszeit war der innerhalb von 4 Stunden, war glaube ich der ganze Behälter schon voll, die 5 Liter Fassung, was er hat. Und wie gesagt, man muss den dann regelmäßig leeren. Der hat dann hier noch so eine Betriebsuhr, 4 Stunden der schon läuft. Netzschalter an aus und wie gesagt, der zieht dann von hier die Luft rein und geht von hinten raus und das Wasser, die Feuchtigkeit, was in der Luft ist, kondensiert dann im Gerät und landet dann quasi hier im Behälter. Und wie gesagt, man kann auch hier den so einen Schlauch anschließen und dann läuft das Ganze ab einfach. Super gelöstes Ding. Ja, es wird schon funktionieren, hoffe ich. Ich bin gespannt. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao.